Sommer, Strand und Sonne, einfach Urlaub. In den vergangenen Pandemiejahren haben wir ganz gut mitbekommen, wie sich Fernweh anfühlt und Traumstrände oft genau das bleiben mussten, ein Traum. Kopfkinoreisen haben mittlerweile aber technische Hilfsmittel bekommen, in Form von Virtual Reality Brillen. Einmal aufgesetzt, kann man sich zumindest visuell und akustisch an nahezu jeden Ort dieser Welt begeben. Ein Konzept, das nun vermehrt auch in Einrichtungen ausprobiert wird, in denen es den Bewohnerinnen und Bewohnern aus gesundheitlichen oder aus Altersgründen schwerfällt, in der Realität zu verreisen. Für seine Mittendrin-Reportage hat André Berthold im sächsischen Schwarzenberg ein Seniorenheim besucht, wo die Alltagsfluchten im Kopf mittlerweile zum Alltag gehören. Frühstückszeit im Seniorenheim Marienstift. Noch schnell einen Kaffee. Denn in wenigen Minuten geht es für Hannelore Krause auf eine virtuelle Reise. Ihr letzter richtiger Urlaub liegt schon Jahre zurück, doch die Erinnerung ist noch lebendig. Ja, wir hatten's doch schön warm in Münde, da oben Rostock, die ganze Gegend, herrlich. Dann waren wir in Polen und in der Tschechei, das waren die Randgebiete. Das hat gereicht. Und jetzt sind wir alt, jetzt fahren wir nicht mehr. Fahren muss Frau Krause heute nirgendwo hin, nur ein Stück laufen. So richtig weiß sie noch nicht, wie das mit dem virtuellen Reisen so funktioniert. Doch die 86-Jährige nimmt es mit der Coolness des Alters. In dem Alter ist man immer aufgeregt. Das war einmal. Die Reiseleiterin ist heute Roxana Henn. Sie hat die Ausflüge für Senioren entwickelt. Sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Taucherbrille sozusagen, so eine große. Nur mit dem Unterschied, dass hier so kleine Bildschirme drin sind. Und man kann dann also direkt wie in so ein, das ist wie ein Fernsehbildschirm sozusagen, der in der Brille verbaut ist. Und das heißt, wenn man die aufhat, dann kann man was schauen. Man sieht dann von außen nichts mehr und kann sich dann ganz auf den Film konzentrieren. Und Ton gibt's auch. Hoffentlich klappt's, weil ich das noch nie hatte. So, ich setze Ihnen das jetzt drauf. Durch die Brille taucht Frau Krause ein in einen Bauernhof und ihre Erinnerung. Denn früher hatte sie selbst ein paar Hühner und Hasen. Und Sie können jetzt auch wirklich versuchen, mal links schauen und rechts, weil der Film geht quasi überall. Aha, hier hast du die Rolle, hast du hier die schönen Pferde. Ja, schön, die weiße Blässe, sehr schön. Nu, sehr neugierig. Nu. Das ist einfach eine schöne Abwechslung in dem Pflegealltag, der jetzt ja durch Corona noch problematischer und noch schwieriger geworden ist. Und dann schaut man die Filme, die gehen auch nur 10 bis 20 Minuten, aber die wirken nach. Nicht erschrecken. Nein, ich arbeite. Nehme jetzt ganz vorsichtig die Brille ab. Und, wie war's? Oh, war angenehm. Ich hätte auch noch länger geguckt. Nur, war schön. Das war etwas Abwechslung jetzt. Hinter der Abwechslung stehen 2 Jahre Entwicklung. Ein Team von Programmierern, Pflegekräften und Kameraleuten hat das Konzept entwickelt. Die altersgerechten Filme sollen Abwechslung bieten und vor allem Erinnerung wecken. Wenn ich jetzt dabei bin und das immer mal sehe, dann freue ich mich da sehr, dass das auch wirklich in diese Richtung geht, dass die Emotionen und die Erinnerungen nochmal kommen, dass es um Familienurlaube geht, dass der Partner häufig nicht mehr lebt und dass dann aber diese schönen Gefühle nochmal wieder hochkommen. Und das ist das, was wir damit eigentlich auch erreichen wollten. Nach dem Ausflug auf den Bauernhof will Frau Krause bald wieder verreisen. 50 Reiseziele auf der ganzen Welt stehen ihr zur Verfügung, doch sie will zurück an einen vertrauten Strand. Die Ostsee. Ja, die Nordsee nicht, die Ostsee. Jawohl, danke. Und so packt die 86-Jährige schon bald wieder ihre virtuellen Koffer. Vom Marienstift in Schwarzenberg geht es raus zu den Dünen der Ostsee.